Spannendes aus der Liga. Für Sie kommentiert von Frank Buschmann und Manni Beugmann. Und die heutige Partie heißt VfL Wolfsburg gegen den FSV Mainz 05. Neben dem Gewinn der Meisterschaft stand der VfL Wolfsburg auch schon einmal im Finale eines DFB-Pokals, nämlich 1995. Dort mussten die Wölfe sich allerdings den Fohlen, ja, die guten alten Fohlen von Borussia Mönchengladbach 0:3 geschlagen. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Bell. Johannes Geis. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Okazaki. Maxi Arnold. De Bruyne. Rodriguez. Schöne Flanke. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Jonas Hofmann, Baumgartlinger. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Jetzt greift er ihn an. Rodriguez. Jetzt muss er ihn reinbringen. Gibt einen Wurf. Olic. De Bruyne. Rodriguez. Super Flanke. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Robin Knoche. Perisic. Luis Gustavo.
Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Geht er rein? Das Bällchen ist noch heiß. Rosinski. Luis Gustavo. Und Achtung, genau hingeschaut. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Was für eine Grätsche. Luis Gustavo. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Okazaki. Maxi Arnold. Jetzt müsste er flanken. Rodriguez. So sieht das der Trainer gern. Er ist drin! Kein Tor. Man beachte den Linienrichter. Die Fahne ist hoch und das heißt natürlich Abseits. Gucken wir doch noch mal rein, Buschi. Besonders natürlich wegen der Abseitsentscheidung. Oh, das war schon recht knifflig. Kein Wunder, dass der Spieler sich darüber ärgert, dass dieser Treffer nicht anerkannt wurde. Aber der Assistent hat sich hier nicht getäuscht. Es war Abseits und damit eben kein Tor. Rosinski. Jonas Hofmann. Okazaki. Baumgartlinger. Junior Diaz. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Buschi. Und ich bin mir sicher, es gibt einen Unentschieden. Was haben die sich zusammengespielt in den ersten 45 Minuten? Also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Nee, und wenn die so weitermachen, komme ich zumindest nicht mehr hierher. Also das hat mit Fußball wenig zu tun. Luis Gustavo. Perisic. Da wird zum Eckball geklärt. Und hier nochmal die Wiederholung dieser feinen Grätsche. Ja, das sieht man ja nur noch ganz, ganz selten. Die meisten haben Angst, sich mit sowas eine Karte abzuholen. Luis Gustavo. Jetzt mehrere Anspielstationen in der Mitte. Ganz alleine hat er da gestanden. Ganz alleine. Aber leider halt auch im Abseits. Also es ist ja Abseits, wenn der Schiri pfeift oder wenn der Assistent winkt. Ob das hier wirklich eins war? Naja. Baumgartling. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Boah! Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Olic. Jonas Hofmann.
Okazaki. Hand. Perisic. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Rodriguez. De Bruyne. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. De Bruyne. Virinha. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Junior Diaz. De Bruyne. Olic. Luis Gustavo. Hand. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Ja, entscheidet auf Einwurf. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Hand. Luis Gustavo. Virinha. Sofort abgezogen. Und er verzieht. Kosinski. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Zweikampf um den Ballbesitz. Jonas Hofmann. Virinha. Olic. De Bruyne. Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Flanke. Baumgartling. Hand. Luis Gustavo. Die Flanke kommt gut. Und es gibt nochmal die Chance zur Führung. Eckball. In der Wiederholung sehen wir jetzt nochmal den Zweikampf von eben. Und alles völlig korrekt, sauber gegrätscht und sich so die Kugel geholt.
Der Sieger muss erst noch ermittelt werden. In 90 Minuten Fußballspiel war das nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Unentschieden steht's.